Wissen Sie, warum man an Ostern Eier färbt? Damit es nach einem so langen Winter etwas bunter wird. Na, zur Dekoration, weil die Ostereier ist ja das Symbol für Ostern und dann färbt man es halt. Nein, das fragst du mir zu viel. Irgendeine Idee vielleicht? Damit es bunt ist, keine Ahnung. Die Kinder haben sich mal erfreut. Ja. Nein, ich weiß es nicht. Müsste man eigentlich wissen, aber ich weiß es echt leider nicht. Irgendeine Idee vielleicht? Dass es was Religiöses zum Teil hat? Ja, aber was genau, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht weil es schon ausschaut. Sonst keine Idee? Keine Ahnung. Dass man es ins Nest legt. Dass es bunt ist, Freude macht, dass es irgendeinen Brauch. Dass man sie besser findet. Oder? Ich denke mehr für die Kinder, dass es wo sind. Der Grund, dass die, wo sind, also die grüne Wiese, wenn es schön ist, tut man die Osterfärben früh. Das war schon immer so. Gell? Vielleicht, weil es schön ausschaut. Hast du irgendeine Idee? Du. Eigentlich auch nicht so, aber ich denke auch, dass es halt einfach so ein Brauch ist. Und dass so die Kinder früh macht und so Eier im Ersten kann und so und suchen kann und ja. Ich weiß es nicht genau, aber ich habe in Erinnerung, dass es eigentlich ein heidnischer Brauch ist. Mehr weiß ich wirklich nicht. Und es ist überall anders. Zum Beispiel im Fränkischen, in Bayern sind Osterbäume oder auch in Lindau sind Bäume geschmückt mit ausgeblasenen Ostereiern. Es ist überall anders. Es gibt die Osterkränze und hat bei uns die Osternester.